Macht es nicht, macht es auf gar keinen Fall, tut euch das nicht an, das kann ich euch nur empfehlen. Wenn ihr aber trotzdem Legendaries in der Demo von Outriders farmen wollt, dann zeige ich euch hier in diesem Video, wie ihr das am besten und am effizientesten machen könnt. Herzlich willkommen auf meinem Kanal Holy13Gaming. Hier dreht sich alles rund um Open World Games, Looter, Shooter und RPGs. Wenn ihr da Bock drauf habt, so wie ich, dann bleibt doch mit einem Abo auf dem Kanal mit dabei. Dieses Video hier wird gesponsert von meinem Partner Instant Gaming. Also wenn ihr günstige Keys für PC-Spiele oder PSN oder Xbox-Karten braucht und dabei auch gleich noch meinen Kanal unterstützen wollt, dann benutzt doch gerne meinen Partnerlink, den ihr unten in der Videobeschreibung oder im angepinnten Kommentar findet. Aber kommen wir doch jetzt dazu, worum es hier in diesem Video geht, nämlich Legendaries farmen in der Outriders Demo. Ich habe das die letzten Tage gemacht und wirklich sehr ausgiebig gemacht, deswegen gab es auch keine Videos von mir, da ich mich eigentlich darauf konzentriert habe. Und wie ihr vielleicht aus dem Intro bereits entnehmen konntet, kann ich euch nicht empfehlen, das nachzumachen. Also ich habe zwar meine Legendary bekommen, schlussendlich, aber das Ganze hat auch 16 bis 18 Stunden Farmen gekostet. Also ich glaube, so lange habe ich tatsächlich schon lange nicht mehr für eine Waffe gefarmt und es ist auch nicht so, dass das Ganze wirklich richtig spannend ist. Dazu sei gesagt, dass der Drop für Legendaries rein auf RNG basiert. Das heißt, wenn ihr so ein Pech habt wie ich, dauert es lange. Wenn ihr so Glück habt wie mein Freund, dann bekommt ihr 3 Legendaries in 3 Stunden. Also das geht natürlich genauso. Allgemein sei gesagt, ja, es gibt Legendary Drops in der Demo ab Weltrang 5 und ja, die Dropchance ist extrem niedrig. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum ihr überhaupt Legendaries in der Demo farmen solltet, dann kann ich euch keinen, naja, zumindest vernünftigen Grund nennen. Aber es hat natürlich einen Vorteil, ihr könnt ja den kompletten Loot aus der Demo mit ins Hauptspiel übernehmen und somit natürlich auch eure legendären Items. Die sind zwar auf eurem aktuellen Level, aber es wird im Hauptspiel ja die Möglichkeit geben, A, eure Waffen und Rüstungen mit hochzuziehen und B, könnt ihr die Waffen auch immer noch zerlegen, um so die Stufe 3 Mods aus der Waffe in eure Datenbank zu übertragen. Und ganz nebenbei füllt ihr natürlich eure gesamten Materialien in der Demo bis ans Cap auf. Also Schrott bis 25.000, Leder und Eisen bis jeweils 1.000 und Titan bis 10. Also ganz umsonst ist es nicht. Dazu sei gesagt, es gibt aktuell glaube ich nur Waffen im Spiel. Die Rüstungssets sind noch nicht im Spiel, also die könnt ihr nicht farmen. Aber soweit ich weiß, jede Waffe. Eine Empfehlung hätte ich noch vorneweg, geht mal in die Optionen des Spiels und unter Gameplay-Optionen stellt ihr bei Mindestseltenheit, die automatisch eingesammelt wird, ein, dass seltene Items direkt eingesammelt werden. So könnt ihr einfach alles Blaue liegen lassen und es kommt automatisch in euer Inventar und falls euer Inventarslot voll ist, sogar in eure Kiste. Die ist in der Demo zwar noch deaktiviert, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Items trotzdem dann im Hauptspiel in der Kiste liegen. Das kann ich euch natürlich nicht garantieren, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, sammelt entweder die Sachen ein oder stellt sicher, dass ihr immer einen Slot frei habt. Sobald ihr das Gebiet verlasst oder neu ladet, wird das Zeug automatisch eingesammelt. Also wenn ihr euch mental auf den Schmerz, der euch erwartet, vorbereitet habt, dann erkläre ich euch jetzt hier, wie das Ganze funktioniert. Insgesamt gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten, Legendaries zu farmen, zumindest 3 relevante, wie ich finde, und alle 3 erkläre ich euch hier. So oder so müsst ihr euch erstmal komplett durch die Story und die Nebenquests spielen, also so, dass ihr dann am Ende auf Weltrang 5 seid. Sobald das erledigt ist, geht ihr zurück in die Lobby und ladet einen Speicherpunkt. Für den absolut stupiden und hirntoten Kistenfarmrun müsst ihr den Speicherpunkt Kämpfe gegen den Veränderten am Turm laden. Keine Angst, dadurch, dass ihr einen anderen Speicherpunkt ladet, verliert ihr keinen Fortschritt, ihr behaltet eure komplette Ausrüstung, eure kompletten XP, alles ist genauso wie vorher. Seht es praktisch als New Game Plus, also ihr könnt dort dann alte Missionen nochmal neu spielen mit eurem aktuellen Weltrang und eurer aktuellen Ausrüstung. Sobald ihr diesen Speicherpunkt geladen habt, werdet ihr vor dem Solarturm abgesetzt. Dort lauft ihr rein, um die Ecke herum und dort steht schon mal die erste Kiste, die öffnet ihr einfach. Looten und dann geht's weiter, wieder raus aus dem Turm, rechts über das Feld und dort steht Kiste Nummer 2. Sobald ihr die gelootet habt, lauft ihr die Böschung runter, um die Ecke, durch die Pfütze
und dort habt ihr dann Kiste Nummer 3. Und es gäbe jetzt noch zwei weitere Kisten, für die müsst ihr allerdings etwas weiter laufen. Ich lasse euch hier den Weg im Schnelldurchlauf mal im Hintergrund durchlaufen. Aber ich kann euch nicht empfehlen, diese Kisten zu farmen, denn der Weg ist doch ziemlich lange und ich habe es mal getimed. Wenn ihr auf einer SSD spielt, so wie ich, dann ist es schneller, nach der dritten Kiste den Speicherpunkt neu zu laden, also wieder zurück in die Lobby, Speicherpunkt erneut laden, wieder reinfliegen und dann beginnt das ganze Spielchen von vorne. Wenn ich alle 5 Kisten loote, kriege ich 15 Kisten in 7,5 Minuten. Und wenn ich nur 3 Kisten loote und ständig neu lade, kriege ich 15 Kisten in 6 Minuten 40. Mein Freund mit den 3 Legendaries in 3 Stunden hat alle 3 Legendaries aus den Kisten bekommen. Ich habe in ungefähr 9 Stunden Kistenrun nicht eine einzige bekommen. Das ist was man gut nebenher machen kann, wo man nebenbei einen Film oder eine Serie gucken kann oder irgendwas anderes machen kann. Also das ist wirklich nichts, worauf man sich konzentrieren sollte, da stumpft man ziemlich hart ab. Generell die zweite Methode, um an Legendaries zu kommen, wäre eben auch wieder in die Lobby wechseln, irgendeinen Speicherpunkt laden und dort Missionen oder Nebenmissionen mit Captains oder Bossen erneut zu spielen. Die können natürlich jedes Mal Legendaries droppen und auch aus Kisten könnt ihr weiterhin jedes Mal Legendaries bekommen. Zum Beispiel die erste Mission, bei der man Jakob befreien muss, hat gleich 3 Kisten innerhalb kürzester Zeit. Das könnte man natürlich alternativ auch machen, wenn man nicht einfach nur stupide Kisten ablaufen möchte, sondern dabei auch ein bisschen ballern möchte. Und die dritte Variante ist die, bei der ich mein Legendary bekommen habe. Auch das hat ziemlich lange gedauert, aber war auf jeden Fall unterhaltsamer als die anderen beiden, die ich gerade vorgestellt habe, beziehungsweise eine Mischung aus unterhaltsamer und trotzdem sehr effizient. Dazu müsst ihr auch wieder zurück in die Lobby und dann den Storypunkt laden, nimm an der Einsatzbesprechung mit Jakob und She-Ra in der Kommandozentrale teil. Wenn ihr den geladen habt, lauft ihr durch den Hangar nach oben, sprecht mit She-Ra und sobald die Cutscene vorbei ist, sprecht ihr sie noch einmal an und nehmt die Nebenmission Wackeliger Boden, bei der ihr Lieutenant McCain finden müsst, an. Danach teleportiert ihr euch zur Kreuzung, springt über die zerbrochene Brücke und spielt die Mission, bis ihr zu dieser Barriere kommt, die ihr durchschlagen müsst, und von dort beginnt dann der Farm. Ich würde euch 2 verschiedene Charaktere dafür empfehlen, zum einen entweder den Trickster mit einer ganz bestimmten Kombination aus Fähigkeiten oder den Technomanten mit einer ganz bestimmten Kombination aus Fähigkeiten. Fangen wir doch aber an mit dem Assassinen. Beim Assassinen spiele ich mit der Kronos-Klinge, der Verlangsamungsfalle und den tückischen Kugeln. Dazu eine Shotgun und ein Sturmgewehr. Natürlich ist es nicht schlecht, wenn ihr passend zu diesen Fähigkeiten eure Mods auf den blauen Rüstungen habt. Also zum Beispiel 30% mehr Crit-Schaden für die tückischen Kugeln. Ist natürlich kein Muss, hilft aber beim Damage-Output extrem. Sollte aber auch mit nicht ganz optimierten Gear ganz gut funktionieren. Sobald ihr die Barriere durchbrochen habt, lauft ihr ganz normal den Weg in Richtung Spawnpunkt des Captains, folgt einfach hier dem Weg, den ich laufe und zündet schon mal eure tückischen Kugeln. Die könnt ihr bereits aktivieren und sobald ihr losschießt, würden sie dann auch verbraucht werden. Das Ganze hält für ein Magazin, außer ihr habt einen Mod drin, das die Fähigkeit für 2 Magazine anhält. Waffe wechseln dürft ihr dabei allerdings nicht. Lauft einfach auf den Captain zu, benutzt eure Kronos-Klinge und fangt an zu schießen. Wenn ihr gut trefft, sollte der Captain eigentlich innerhalb von 4 bis 5 Schüssen tot sein. Wenn ihr ein bisschen Probleme bekommt durch die umstehenden Ads oder der Boss nicht bei einem Magazin tot sein sollte, zündet einfach noch eure Verlangsamungsfalle. Sobald der Captain tot ist und den Loot droppt, könnt ihr ihn entweder einsammeln oder liegen lassen, denn blauer Loot und aufwärts wird er sowieso automatisch ins Inventar verschoben. Danach lasst ihr euch von den Ads töten und startet bei der Barriere von vorne. Und dann macht ihr einfach genau das gleiche nochmal. Und so geht das hoffentlich nicht ganz so lange wie bei mir. Bei mir hat es nämlich circa 4 Stunden gedauert, bis ich mein Legendary aus dem Captain bekommen habe. Dasselbe geht auch natürlich noch mit dem Technomanten und da zeige ich euch auch noch kurz, was ich ausgerüstet habe und wie ich vorgehe. Beim Technomanten habe ich die Schrottsplitter drin, das Gefriergeschütz und die Pestkugeln. Auf meinen Rüstungen habe ich die Mods Mehr Fallen, dadurch bekomme ich eine zusätzliche Mine bei Schrottsplitter. Fein abgestimmt, dadurch wird der Entdeckungs- und Explosionsradius von Schrottsplitter um 33% erhöht. Reservemagazin, dadurch bekomme ich ein weiteres Magazin der Pestkugeln. Und kritische Analyse, das erhöht den kritischen Trefferschaden der Pestkugeln um 30%.
Und hier läuft das Ganze relativ ähnlich. Beim Loslaufen zündet ihr schon mal die Pestkugeln. Dann schmeißt ihr auf dem Weg zum Captain allerdings euer Gefriergeschütz links rüber auf die Rampe und dann die Schrottsplitter auf den Captain. Den Rest sollte dann die Waffe erledigen, während ihr die ganze Zeit durch den Giftschaden geheilt werdet. Wundert euch nicht, wenn ihr am Ende sterben geht, verliert ihr sowohl im Team als auch Solo immer euren Weltrang. Also die Leiste oben nimmt ein wenig ab, allerdings sinkt ihr nie runter auf Weltrang 4. Ihr bleibt immer auf 5 und könnt somit wunderbar auf Weltrang 5 einfach weiter farmen. Ja, und das war's eigentlich. Das Einzige, was ihr jetzt noch braucht, ist wirklich ein Haufen Geduld oder gutes Lootglück. Letzteres wünsche ich euch natürlich. Von meiner Seite aus war es das aber für dieses Video. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen und euch geholfen und vielleicht das ein oder andere Legendary beschert. Wenn dem so ist, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen und teilt das gerne mit euren Freunden, die auch in der Demo noch ein bisschen farmen wollen. Und wenn ihr auch weiterhin die neuesten Videos rund um Outriders bekommen wollt, dann bleibt auch gerne mit einem Abo auf meinem Kanal mit dabei und aktiviert auch die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Von meiner Seite aus war es das aber für dieses Video. Ich sage vielen lieben Dank fürs Zuschauen, habt noch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video.